Regional, informativ und jede Woche neu. Das ist Kanal 3 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Panorama. Auch in der vergangenen Woche hat sich in unserer Region einiges getan und wir waren einmal mehr für Sie mit unserer Kamera unterwegs. Was wir alles für Sie vorbereitet haben, zeigen wir Ihnen wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Pressekonferenz, die Landwirtschaft bringt's. Leiner-Damentage und Neues für Ihren Garten. Pressekonferenz zur 23. Tour de Mur und lange Nacht der Herzen in Judenburg. Einmal mehr fand auch in diesem Jahr vom 28. April bis 5. Mai die Woche der Landwirtschaft statt. Die Leistungen der Landwirte sind vielfältig, werden aber doch oft unterschätzt. Was bringt die Landwirtschaft wirklich? Wie viele Arbeitsplätze sind davon abhängig? Und vor allem, wie können Sie zu Hause als Konsument wirklich sichere Lebensmittel einkaufen? All das stand im Mittelpunkt der ersten Pressekonferenz der Landwirtschaftskammern Murzahl und Murau. Brot, Milch, Käse, Gemüse und Fleisch gehören mit Sicherheit zum Speiseplan jedes Österreichers. Doch haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn es diese Lebensmittel nicht mehr gibt? Zum größten Teil sind es die Bäuerinnen und Bauern, die für unsere Lebensmittel aufkommen. Ernährt doch im Durchschnitt ein landwirtschaftlicher Betrieb rund 70 Personen. Und eine Kuh deckt den Milchbedarf von 24 Menschen jährlich. Die Landwirtschaft bringt's. Unter diesem Motto fand auch die diesjährige Woche der Landwirtschaft statt. Denn Landwirtschaft ist viel mehr, sichert sie doch rund 100.000 Arbeitsplätze in Österreich. Es ist die Uraufgabe in der Landwirtschaft, die Bevölkerung zu ernähren. Das soll auch der Schwerpunkt sein und ist auch in Zukunft unser Schwerpunkt. Deshalb brauchen wir eine intakte Landwirtschaft und wir wollen unsere Höfe auch unseren Kindern weitergeben. Auch. Wir bewirtschaften sie sehr ökologisch, das heißt mit dem Umweltprogramm ÖPUL und halten alle Umweltauflagen ein. Das wollen wir auch, wir wollen die Landschaft auch erhalten, aber auch gesunde Lebensmittel produzieren, sodass der Konsument sie in Hülle und Fülle und sehr günstig kaufen kann. Gerade in Zeiten von Fleischskandalen und Futtermitteldiskussionen legen immer mehr Menschen Wert auf heimische Produkte. Und laut aktuellen Studien steht die Bevölkerung zu 85% hinter den Bauern. Dies ist nicht zuletzt den Bäuerinnen zu verdanken, die unermüdlich für die Leistungen der Landwirtschaft einstehen. Die Bäuerinnen sind die Botschafterinnen der Lebensmittel. Die Lebensmittel in Österreich sind sicher, sicher wie noch nie, weil es eben die verschiedensten Kontroll- und Systeme gibt, wo eben von der Stalltür über den Acker bis hin zum Ladentisch kontrolliert und auf die sichere Herstellung geachtet wird. Und wir Bäuerinnen sind natürlich die Ansprechpartnerinnen für die Lebensmittel, weil wir zu den Konsumentinnen und Konsumenten hingehen, weil wir Kontakt mit ihnen haben, weil eben die Bäuerinnen auch in den Schulen tätig sind. Ja, weil wir einfach unsere Produkte vertreten und glaube ich, sichere Lebensmittel vertreten können. Auch für Sie als Konsument ist es ganz einfach, heimische Qualität zu kaufen. Achten Sie einfach auf die Kennzeichnung der Lebensmittel durch das AMA-Gütesiegel. Dies garantiert zu 100% Qualität aus Österreich. Von der Landwirtschaft und den Bauern kommen wir jetzt zur steirischen Jause, die es natürlich ohne die Bauern auch nicht geben würde. Gerade jetzt im Mai gibt es bei der Antenne Steiermark die Möglichkeit, diese zu gewinnen. Und am Montag war es im Autohaus Kaltenegger und Konrad soweit. Antenne Steiermark hören und für das Büro eine absolut steirische Jause gewinnen. Das können Hörer des beliebten Radios noch im ganzen Mai. Von dieser Idee war auch Eva Konrad, Chefin des Autohauses Kaltenegger und Konrads, begeistert. Und siehe da, am Montag, dem 6. Mai, wurde vom Team der Antenne Steiermark die Jause geliefert. Dort, wo sonst Hyundai und Ford zu Hause sind, nahmen die Mitarbeiter für eine entspannte Jause Platz. Und zwar habe ich eine Mail gekriegt von der Antenne Steiermark. Und irgendwann am Abend, kurz vorm Abschalten, habe ich gedacht, ah, das schaue ich mir jetzt an. Und habe dann entdeckt, Bürojause für Mitarbeiter. Dadurch meine Jungs immer viel Arbeit haben und viel arbeiten und dadurch auch sehr hungrig sind, haben gedacht, das wäre eigentlich was. Habe ein paar Zahlen eingeschrieben und zwei Tage später hat mich dann die Antenne Steiermark angerufen. Herzlichen Dank und ich habe die Bürojause gewonnen. Heute ist es soweit, es wird gemeinsam gejausnet. Ist das bei euch sowieso so ein bisschen ein Zusammenhalt auch innerhalb der Firma, dass ihr öfter zusammensitzt? Eigentlich schon. Ich habe, also wie gesagt, alles in allem sind wir 15 Mitarbeiter
Und bei jedem Geburtstag oder wenn einmal ein Schulzeugnis besonders gut ausfällt, wird ein Kuchenbacken oder werden Brötchen gemacht. Es passiert schon öfter, dass wir uns zusammensetzen. Ja. Die wohlverdiente Pause haben alle genossen und die absolut steirische Jause hat sichtlich geschmeckt. Wenn auch Sie, so wie Eva Konrad, Ihre Mitarbeiter belohnen möchten, dann spielen Sie doch mit. Alle Infos gibt's unter www.antenne.net. Von den kulinarischen Genüssen kommen wir jetzt zu den Leiner Damentagen, denn auch dort gab es für die Damen einiges zu entdecken. Und bei Leiner finden Sie auch alles für Ihren Garten. Sich verwöhnen lassen. Das stand am vergangenen Wochenende einmal mehr bei den Leiner Damentagen im Mittelpunkt. Bereits beim Eingang wurde man von Shoppingkavalieren mit einem Willkommensgetränk begrüßt. Und diese sorgten auch dank ihres perfekten Services für ungehinderten Shoppingspaß. Auf die Kundinnen warteten an diesem Tag viele Besonderheiten. In jeder Etage haben wir speziell für unsere Leiner Damen verschiedene Angebote vorbereitet. Die Kundenzufriedenheit ist uns immer sehr wichtig, aber speziell an den Damentagen können sie besonders erholsame Momente genießen. Gerade Regionalität spielt bei Leiner Jugendburg eine große Rolle und das Angebot war vielfältig und außergewöhnlich. Egal ob Schmuck, Taschen, Kosmetik oder Bachblüten bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Weiters warf man für die Damen einen Blick in die Sterne und für das leibliche Wohl sorgte unter anderem ein Grillmeister mit leckeren Spezialitäten. Alles in allem gelungene Damentage bei Leiner Judenburg. Aber nicht nur die Damen werden hier fündig. Haben Sie zum Beispiel heuer Ihren Garten schon auf Vordermann gebracht? In der Gartensaison 2013 wird bei Leiner besonderer Wert auf Eyecatcher gelegt. Egal ob ein einmaliges Möbelstück oder ein ganz besonderer Sonnenschirm. Das gewisse Etwas sollte heuer in keinem Garten fehlen. Also das absolute Highlight der Gartensaison 2013 ist dieser solarbetriebene, mit LED beleuchtete Sonnenschirm. Ist mit Ampelfunktion, kann auch mit Strom versorgt werden und darf natürlich an lauen, sonnigen Sommerabenden mit einem Gläschen Wein und guten Freunden keinem Garten fehlen. Bei Leiner Judenburg gibt es natürlich auch ein tolles Service für zufriedene Kunden. Unser besonderer Service ist, wenn Kunden bei uns diese Gartengarnituren oder diese Sonnenschirme kaufen, diese nicht selber zusammenbauen müssen, sondern wir haben hauseigenes Tischlerpersonal, die dann in den Haushalt kommen und das dort an Ort und Stelle liefern und montieren. Falls Sie also noch nach tollen Angeboten und außergewöhnlichen Stücken für Ihren Garten Ausschau halten, dann besuchen Sie das Möbelhaus Leiner und lassen sich inspirieren. Sie ist mittlerweile aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Und auch in diesem Jahr radeln rund 7000 Radbegeisterte quer durch die Steiermark. Die Rede ist von der Tour de Mur, die bereits zum 23. Mal vom 30. Mai bis 1. Juni 2013 stattfindet. Vom Mur-Ursprung im Salzburger Lungau bis hin zum südlichsten Punkt der Steiermark nach Bad Radkersburg führt die größte Radsportveranstaltung der Steiermark auch in diesem Jahr. Entlang des wunderschönen Mur-Radweges gibt es auf fast 350 Kilometern bei der Tour de Mur einiges zu entdecken und zu erleben. Mit Sicherheit zu den anspruchsvollsten Kilometern zählt die erste Etappe. Die tausende Radsbegeisterte, egal ob Amateure, Hobbysportler oder die ganze Familie, von St. Michael nach Fonsdorf führt. Auch in diesem Jahr gibt es einige Änderungen. Wir starten ja wieder in St. Michael. Wir haben wieder auf der Sonnenalm dort ein tolles Frühstück hergerichtet. Und es erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Dampfzugfahrt, wenn er nicht mehr die ganze Strecke fahren will. Da kann er mit der Familie absteigen. Es gibt neue Einstiegsstellen am Kreisberg in Bretlitz. Und natürlich ein Starterpaket für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sich gewaschen hat mit Eintrittskarten von den Skibergen im Lungau, von der Therme Aqualux, Tageskarte von Radkersburg und viel mehr. Seit vielen Jahren ist die Firma Geosport verlässlicher Partner der Tour de Mur und das Radlerfest bietet jährlich den krönenden Abschluss der ersten Etappe. Ja, wir haben natürlich wieder unsere tolle Nudelparty. Es gibt eine tolle Verlosung mit sehr wertvollen Warenpreisen. Es gibt einen bewachten Abstellplatz für die Räder und es gibt die Möglichkeit, die Räder auch über Nacht bei uns in der Filiale abzustellen, das mittlerweile auch 400 Leute in Anspruch nehmen.
Es gibt einen Radservice, das ist ganz wichtig, und, ja, und dann gibt es einen Bieranstich und wirklich ein tolles Fest, wo wir hoffen, dass das Wetter passt. Und das ist eine Geschichte, die natürlich sehr gut funktioniert mit der Chili Lounge, mit dem Zuber Frankie und seinem Team, die ja da die Gastro machen. Und der Frankie Zuber ist ja auch der, der die Nudeln sponsert, das muss man auch mal sagen. Die Anmeldungen laufen bereits ganz fantastisch und es gibt schon unheimlich viele nette Gespräche mit Leuten, die sich bei uns im Gigasport anmelden, die sich alle wirklich freuen auf die jetzige heurige Tour de Mur. Alle Infos und Anmeldungen zur Tour de Mur gibt's wie gewohnt im Internet. Wir bleiben auch gleich in der Musikwelt und wechseln vom Schlager zum Rock. Denn am vergangenen Samstag drehte sich in Spielberg alles um das große Comeback von Welcome und Tokio. Wir waren natürlich für Sie mit dabei. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins Eventscout. Noch ist der Rote Saal in Spielberg leer, doch das wird sich gleich ändern, denn heute kommt es zu einem ganz besonderen Comeback. Zum einen der Gruppe Welcome und zum anderen der Formation Tokio. Wie immer sind wir für euch mit der Kamera mit dabei und liefern euch die besten Bilder und Interviews. Hey folks, hello. Was erwartet ihr euch vom heutigen Abend? Es wird rockig, schön. Ich glaube, es wird viel Spaß werden. Erwarten wir einen super geilen Abend. Hello. Das wird viel geil, deswegen bin ich da heute eigentlich. The Welcome. I'm a lover. Jetzt nach so langer Zeit mit den Bandkollegen wieder gemeinsam auf einer Bühne zu stehen? Ja, unglaublich. Ich bin momentan völlig ausgepowert. Ich habe das Letzte gegeben, was man geben kann. Mit meinem Können. Es war ein tolles Gefühl, mit den Jungs in der Band wieder zu spielen. Und es war ein tolles Gefühl auch mit dem Publikum. Kompliment an das Publikum, Kompliment an die Kollegen. Es ist unglaublich. Ich bin total begeistert. Was ist denn jetzt für Sie persönlich das Besondere an der Band Tokio? Ja, das Besondere ist Robin Musenbichler. Robin Musenbichler ist ein Freund, Knittelfelder Freund, hat auch unsere Band sehr intensiv geprägt, war auch ein Mastermind für uns und auch ein Gitarrenlehrer und auch Music Director. Und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn wir wissen, Robby hat auch wieder seine alte Band gefunden. Wir haben sie auch wieder gefunden. Da kommt viel Sentimentalität auf. Tokio, Tokio, town of my life. Tokio, Tokio, town of my life. Tokio, Tokio. Tokio ist zurück. Wie ist das Gefühl, wieder da zu sein? Wunderbar. Erstens sehen wir uns wieder und jetzt haben wir 2 Tage im Studio bei mir geprobt und es war ganz toll und wir sind natürlich ganz feurig auf das heutige Konzert und freuen uns sehr. Can you look back after these 25 years, what changed? Well, we got older. But, you know, a lot of things didn't change that much because Tokyo's motto was people to come together and about love, about people in general coming together. That was always in our lyrics. And 25 years later, we're still singing about this, you know. So not some things have changed bodily, but our concept has never changed. We make wrong decisions. No more playing for the crews, cause they don't give a damn. Together we will be stronger. Gonna break down the walls that we try to build around us. Don't wanna be. You're working on new songs. What can we expect?
Well, you can expect a sort of Tokyo theme, as I said before, and a few surprises. Yes, a few surprises. I won't say too much at the moment, but it's nice, and it's just exciting for us again. Just excited, as it was 25 years ago. Was ist euer Erfolgsrezept? Was würdet ihr sagen? Unser Erfolgsrezept ist mit Sicherheit, dass wir ein Teamwork sind, dass wir eine gute Chemie haben. Wie gesagt, ich habe es schon früher in der Pressekonferenz gesagt, wir haben unsere Freundschaft wieder entdeckt, egal ob wir entfernt wohnen, schon lange jetzt, aber wir haben unsere Freundschaft entdeckt wieder und es ist vor allem diese Chemie, wo man nichts erklären muss. Es ist, man schaut sich an die Augen, man spürt, man fühlt sich und braucht, das ist eine blinde Vertrautheit. Dass sie nach so vielen Jahren wieder hier, nach 25 Jahren in Spielberg wieder spielen und natürlich die Technik, alles hat sich verändert, der Sound hat sich verändert, aber die Musik wird sich nie verändern und ich bin sehr stolz, dass Robert Musi, mein lieber Freund, mit Tokio diesen Veranstaltungsort in Spielberg für seine Comeback, er spielt glaube ich noch zwei Konzerte in Deutschland, ausgesucht hat. Und wenn man heute schaut, wie viele Leute da sind, von ganz Österreich, von Deutschland, wie viele prominente Leute und Musiker da sind, da bin ich selbst auch einmal stolz auf mich, wobei ich nicht unbedingt der bin, der was das sagt. Oh yeah. Thank you, Spielberg. Einzigartige Schädelfunde und Kopfpräparate aus ganz Europa warten auf Sie in der neuen Ausstellung Faszination Schädel – Der Kult um den Kopf in der Kunsthalle in Leoben. Vom 11. Mai bis 1. Dezember können Sie jeden Tag von 9 bis 18 Uhr ein Teil dieser großartigen Welt der Schädel werden. Und der Besuch könnte Sie zusätzlich zu einem neuen Auto bringen. Ein Seat Mii wird aus den vielen Gewinnspielkarten am Ende der Ausstellung verlost. Die Karte dazu bekommen Sie in der Ausstellung und einzuwerfen ist sie am Hauptplatz in den großen Betonschädel. Viel Glück! Bewirb dich jetzt und werde Miss Motorsport 2013. Gewinne einen brandneuen VW Up für ein ganzes Jahr. Anmeldeschluss ist der 21. Mai 2013. Das Casting findet am Samstag, den 25. Mai um 20 Uhr statt und das große Finale ist am Donnerstag, dem 30. Mai ab 21 Uhr in der Burg in Spielberg. Informationen und Anmeldungen gibt's beim Projekt Spielberg unter der Telefonnummer 035 77 202 oder unter information@projekt-spielberg.at. Autohaus Peuer, Ihr Spezialist für die Marken Opel, Chevrolet und Suzuki. Egal ob neu, Gebrauchtwagen oder Autovermietung. Unter dem Motto freundlich, pünktlich und genau, ein Team, dem ich vertraue, ist das Team des Autohaus Peuer seit 1989 bemüht, die Kunden durch eine familiäre Atmosphäre sowie Fachkompetenz der bestens geschulten Mitarbeiter zu begeistern. Infos unter www.peuer.at. Hier bildet sich mehr als nur Wissen.
BFI. Bildung, Freude inklusive. Über 180 neu, jung und Gebrauchtwagen finden Sie in der größten Gebrauchtwagenhalle der Obersteiermark. Über 50 Klassiker stehen bei uns zum Verkauf bereit und ein Team von Spezialisten führt auch die Restauration von Oldtimern durch. Eine modernst ausgestattete Spenglerei und Lackiererei. Gut aufgehoben in unserer Werkstatt. Jetzt neu mit Service der Marke Bosch. Mit Autoreiter in Vonsdorf. Hoch hinaus. www.auto-reiter.at. Senioren und Pflegeheim Haus Elvira. Hier fühle ich mich richtig wohl. Hier werde ich als Mensch behandelt. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Auto Feberger in Vonsdorf präsentiert sich im neuen Outfit. Mit rund erneuerter Technik und vielen Vorteilen für die Kunden. Eine riesige Auswahl von ca. 100 Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen steht Ihnen bei Feberger zur Verfügung. In der hauseigenen Spenglerei und Lackiererei setzen spezialisierte Fachkräfte sämtliche Karosserieschäden fachgerecht wieder instand. In der hauseigenen Lackierkabine werden alle Lackierarbeiten mit modernsten Geräten und Materialien unter größtmöglicher Schonung unserer Umwelt in perfekter Qualität ausgeführt. Auto Feberger, neueste Technik für Ihr Fahrzeug. Spart Ivignac, seit 1880 der Profi in Knittelfeld. Hier schlägt das Outdoor-Herz höher. Ein umfangreiches Sortiment an Funktionsspartbekleidung, Outdoor-Equipment und Accessoires. Treffen auf kompetente Beratung, Service und persönliche Bedienung. Ivignac ist das Fachgeschäft seit Generationen und punktet beim anspruchsvollen Kunden. Spart Ivignac freut sich auf Ihren Besuch. Haben Sie dann auch verborgene Schätze in Ihren vier Wänden, wissen aber nicht, ob sie noch einen Wert haben? Dann sind die Experten vom Antikhandel Jabacher genau die richtige Adresse. Egal ob alte, ererbte Schmuckstücke wie Ringe, Gold- und Silberschmuck sowie Gold- und Silbermünzen, das Team rund um Richard Jabacher weiß kompetenten Rat und kauft diese von Ihnen gerne an. Ebenso bei alten Postkarten, Fotos, Orden, Büchern und antiken Möbeln. Diese einfach zusammenholen und zu einer der Filialen in Knittelfeld, Leoben, Liezen oder Bruck kommen. All die Schätzungen durch den Traditionsbetrieb sind für Sie gratis. Verschenken Sie also in Zukunft nicht mehr Ihre alten Schätze, denn sie könnten für Sie Geld wert sein. Eine große Auswahl an hausgemachten Aufstrichen. Ein frisch zubereitetes Ei oder ein Ham & Eggs. Frisches Obst. All das und noch mehr finden auf der großen Karte Ihres Frühstücksexperten, dem neuen Marktwirt in Judenburg. Ein Angebot für die ganze Familie. Was nutzt die schönste Perlenkette? Wann ant fürs Wetter an? Testen Sie jetzt das neue desinfizierende Waschverfahren für Steppdecken und Polster. Stoppt Milben, Keime und Bakterien. Jetzt bei Probrentner Textilreinigung und Wäscherei in Knittelfeld, Judenburg, Murdorf, Zeltweg und Vonsdorf.
Unser Team berät Sie gern. ottovital.info. Individuelle Geschenke für jeden Anlass gibt's bei Total Verrückt in der Arena am Waldfeld. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Egal ob bedruckte T-Shirts, Polster, Heferl oder Lätzchen, alles für Geburtstage oder Hochzeiten, individuelle Metallfiguren oder die neue stolze Steirer-Kollektion. Total Verrückt, die erste Adresse für Ihre Geschenke. Jetzt auch im Internet und auf Facebook. Wir bleiben auch gleich in der Musikwelt und wechseln vom Schlager zum Rock. Denn am vergangenen Samstag drehte sich in Spielberg alles um das große Comeback von Welcome und Tokio. Wir waren natürlich für Sie mit dabei. Einmal im Jahr verwandelt sich die Judenburger Innenstadt in ein großes Herz. So auch am vergangenen Freitag, wo die lange Nacht der Herzen über die Bühne ging. Auch diesmal haben sich die Unternehmen für die Kunden einiges einfallen lassen. So auch Hilde Steinkellner, wo ganz besonders die Damen im Mittelpunkt standen. Geboten wurde eine Modeschau mit einem speziellen Highlight, bei dem uns so richtig heiß wurde. Ein Abend für alle Sinne, mit tollen Angeboten und Überraschungen. Das ist die lange Einkaufsnacht der Herzen in Judenburg. Und so durfte neben dem Shoppen das Genießen nicht fehlen. Genau richtig waren hier die italienischen Schmankerln am Hauptplatz. Und diese werden nun jeden Freitag italienisches Flair zu uns bringen. Hier in der neuen Begegnungszone, dem Platz für alle. Denn der große Straßenumbau hat ein Ende gefunden. Wenn man die Begegnungszone jetzt betrachtet, wir sehen verschiedene Ausfertigungen von Bodenmarkierungen. Es gibt einmal eine nicht unterbrochene gelbe Linie. Die nicht unterbrochene gelbe Linie darf einmal erstens nicht überfahren werden und hat die Bedeutung eines absoluten Halte- und Parkverbotes. Das nächste ist die nicht unterbrochene weiße Linie. Die nicht unterbrochene weiße Linie darf ebenfalls nicht überfahren werden. Ich darf aber im Innenbereich dieser Linie, also zur Verkehrsfläche hin, mit dem Fahrzeug in der Dauer von 10 Minuten halten. Die unterbrochenen Linien heißen, dass ich in diesem Bereich entlang der Fahrt des Fahrbahnrandes, parallel zum Fahrbahnrand, das ist halt im Bereich der Häuserfronten, halten darf. Das heißt, es ist wieder auf 10 Minuten limitiert. Diese Regeln in der Begegnungszone sind ab sofort gültig und ermöglichen allen Verkehrsteilnehmern ein ruhiges und harmonisches Umgehen miteinander. Wie es auch beim ersten Nachtflohmarkt zu sehen war. Hier wurde neben richtigen Raritäten auch das ein oder andere Spiel, Buch oder auch nützliche Haushaltsgegenstände angeboten. Umrahmt wurde das Stöbern von Free Colors. Schön, man kann so richtig durchbummeln und das finde ich. Ich habe selber den Stand da und das gefällt mir sehr gut. Mein Lieblingsstand ist der da hinten mit den Bergkristallen und so. Warum? Weil ich die Kristalle einfach schön finde. Gut, muss ich ehrlich sagen, am Abend ist es immer so schön. Man arbeitet meistens am Tag und am Abend ist es eh nicht schlecht. Finde ich schön. Ein Hauch von Sommer- und Urlaubsfeeling erwartete die Gäste im Café Steinkellner. Vier sympathische Models haben mit den neuesten Trends die Temperatur gleich um einige Grad steigen lassen. Und die Überraschung des Abends hat den Gästen so richtig eingeheizt. Einmal mehr ein buntes Programm, das allen Gästen bei der langen Einkaufsnacht der Herzen in Judenburg geboten wurde. Sind Sie immer mal wieder auf der Suche nach einem ausgefallenen Geschenk? Oder möchten Sie die eigenen vier Wände mit einem schönen Bild schmücken? Dann haben wir jetzt genau den richtigen Tipp für Sie, wo Sie all diese Geschenke und Bilder finden. Wenn man zu Waltraud und Silke in den Laden in Zeltweg kommt,
findet man sich in einer bunten, glitzernden Welt der Dekoration und vor allem handgefertigten Einzelstücke wieder. Egal für welchen Anlass, ob Geburtstage, Taufen oder auch Hochzeiten, bei den beiden quirligen Damen gibt es alles, was das Herz begehrt. Was diese beiden von anderen unterscheidet, ist die Liebe zum Detail und auch die großartigen Ideen, wie auch die Bilder von Waltraud beweisen. Hier bietet sie auch die Möglichkeit an, zu ihnen nach Hause zu kommen, um das gewünschte Bild auf ihre Einrichtung abzustimmen. Auch für jeden Verein lässt sich das passende Geschenk hier in der Bahnhofstraße 39 in Zeltweg finden. Oder auch besondere Berufsgruppen wie Jäger, Fischer können hier aus einer Riesenauswahl überrascht werden. Den passenden Schmuck zum neuen Kleid oder neuen Bluse, auch das ist hier durch Waltraud und Silke möglich. Und auf Wunsch wird Ihnen Ihr persönliches Geschenk auch nach Hause geliefert. Das war auch schon wieder unser Kanal 3 Panorama für diese Woche. Auch ab nächsten Freitag lohnt es sich einzuschalten. Wir haben mit Sicherheit spannende und informative Beiträge für Sie vorbereitet. Alle Infos zu unserem Sender finden Sie im Internet unter www.kanal3.tv. Außerdem sind wir auf Facebook und YouTube vertreten. Das aktuelle Programm entnehmen Sie bitte den neuen Ausgaben der Murtaler Zeitung und den Obersteirischen Nachrichten. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen eine schöne, sonnige Woche und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen.